Und damit herzlich willkommen zurück zu The Witcher 3. Wir haben beim letzten Mal hier am Bergsee aufgehört, wie ich ihn genannt habe. Oh! Das Nebelinge Stufe Fragezeichen? Bye, have a great time! So dumm bin ich nicht. Ich bin ja dumm, ne? Aber nicht komplett verblödet. Ich leg mich nicht mehr mit Sachen an, die Stufe Fragezeichen sind. Ist ja nicht so, dass man die besiegen könnte. Also, ich glaube, man kann die besiegen, so, aber es ist halt nicht... Ist halt einfach nur stupid. Wo möchte das Spiel eigentlich, dass ich lang gehe? Ich soll irgendwo hier nach unten gehen, obwohl meine Quest da ist. Ich begreife nicht. Oh. Könnte da drin sein, muss aber nicht, ne? Guten Tag, es ist mir... Ich komme nicht nein. Okay. Zufällig irgendwo ein Schlüssel? Ne? Okay. Vielleicht noch Story relevant. Keine Ahnung. Vielleicht noch Story relevant. Weiß ich nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir hier irgendwo rüberkommen. Was ist denn das da unten? Zucker. Kurze Frage, ja? Genau. The fuck, Alter. Ich möchte anmerken. Geronimo. Ich habe eine Vermutung. Ich lasse meine Vermutung mal Vermutung sein, ja? Genau. Lassen wir das einfach mal. Okay, also da kommen wir auf jeden Fall nicht so runter. Eieiei, ich bin gerade ein bisschen müde. Es ist übrigens irgendwie 16 Uhr. Es ist 18.20 Uhr. Es ist nicht 16 Uhr. Okay. Ich habe vielleicht ein bisschen mehr Zeit vertreten, als ich dachte. Gut. Dann... Würde ich jetzt gleich gerne weiterspielen, Spiel? Manchmal sind Ladezeiten gut, manchmal richtig schlecht. Würde ich sagen, da sind noch mehr Nebelinge. Schön. Ich kann mich aber mit so einem Nebelingstufe Fragezeichen anlegen, ja? Es sind zwei. Ich lege mich nicht mit zwei an. Gut, ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Ich habe keine Ahnung, wo wir lang gehen. Hier unten zufällig ein Eingang? In irgendeine Höhle oder sowas? Das sah hier gerade sehr danach aus. Ja, guck mal. Wo geht's denn hier hin? Tauchen wir nochmal runter. Peng. Schauen wir doch mal hier rein. Kann ich da auftauchen oder bin ich gleich tot? Ich kann ein bisschen durch die Welt gucken, aber ansonsten nichts. Okay. Die Frage ist ja auch, sterbe ich sofort oder kriege ich Schaden? Da ist auf jeden Fall Sauerstoff. Guten Tag. Ich darf sogar aus dem Wasser klettern, Ehre. Gut, jetzt natürlich die Frage, hier... Wo ist meine Fackel? Ah. Da. Jetzt ist die Frage so, ich bin hier gerade in einem Gebiet, in dem ich nicht sein sollte, dem Level zu urteilen. In einer Höhle, in der ich vermutlich auch nicht sein sollte, ne? Und ich glaube, ich komme hier auch nicht hoch. Zumindest wüsste ich nicht wie. Also ich könnte mich ja bestimmt irgendwie hochglitschen. Ich
Das kannst du hier nicht tun. Ich habe gerade Plätze rufen gerückt. Okay, also ich würde mich ja bestimmt hochglitschen können, aber das ist ja nicht Sinn und Zweck der Sache. Deshalb würde ich sagen, schwimmen wir mal wieder raus. Merken uns, dass es diesen Ort gab. Zucker, ich drücke jetzt zum 7. Mal C. Komische Outlines übrigens. Ich hatte gehofft, ich finde hier unten irgendwie ein Schnellreiseschild. Wenn ich so ehrlich sein darf. Aber das sieht sehr schlecht aus. Also bisher haben wir 6 Minuten nichts getan. Ehre. Ja, 5,5, danke. Oh. Hm. Gefallen will mir das Ganze noch nicht. Das würde mir schon eher gefallen. Super. So, was ist denn hier alles los? Da sind erstmal Seewandpilze. Ah, ne, das war ein Kartoffelbewist. Jack, runter. Guck mal, hier ist noch mehr Höhle. Hab ich irgendwas liegen lassen? Nö. Da geht's auch irgendwo hin. Ah, das ist über dem Wasser, ne? Ja, okay. Das hatte ich gesehen, aber... Jack! Aber kam ich ja nicht hin. Okay. Interessant. Gut. Falls ihr gerade Guts im Hintergrund hört, will einfach nur ein bisschen Aufmerksamkeit. Ich werde nach dem Part mal ein bisschen mit ihnen agieren. Interagieren, wollte ich sagen. Gut. Also wie gesagt, das ist hier wirklich alles sehr schön, aber es hilft mir nicht weiter. Es bringt mich keinen Meter näher dahin, wo ich hin wollte. Ja, und hier oben ist schon wieder das Dorf, wo ich auf keinen Fall mehr hin will. So. Das ist ja alles eher meh. Ich versuche mal an der Küste lang zu gehen und zu dem anderen Fragezeichen hinten zu kommen. Ich kann einfach ganz an der Küste lang gehen, ne? Und zum Beispiel diese Kiste finden mit einem Haufen Scheiß drin. Und überlastet sein. Warum zum Fick? Ich habe ja nicht mehr viele Waffen mit. Die Rüstungen sind relativ schwer, ne? 3 Kilo bin ich überlastet. You fucking kidding me. Okay, die Scheißrüstung wiegt 6 Kilo, ey. Gut. Ich würde sagen, ich schmeiß zwei Sch... Ah ne, ich brauche nur ein Schwert wegschmeißen sogar. Das da zum Beispiel. Ja, weg. Er war es, genau. So. Deutlich schöner. Ich finde es schade, dass die Boote irgendwie nur so an so gewissen Stellen stehen und sonst gar nicht. Hätte es mir gewünscht, wie in Assassin's Creed, dass einfach ein Boot naja, quasi dahin fährt, wo du bist. Das ist natürlich total unrealistisch und dumm, ja, aber cool. Ich weiß gar nicht, ob das in Assassin's Creed irgendwie thematisiert wird, warum die das tun. Also ob das da quasi Lore hat oder ob das wirklich nur dumm ist. Wie ich gerade sage. Kann mir vorstellen, dass es Lore hat. Kann mir auch ebenso gut vorstellen, dass es keinerlei Lore hat. So, was ist denn mit euch los? Banditenlager! So, hallo? Kann ich... Kein Fan von dem Kamerafeststellen bei mehreren Gegnern. By the way, keine Ahnung, warum ich Axi ausgewählt habe. Art. Ich dachte eigentlich, ich hätte Quinn ausgewählt. Ja, ein bisschen Schnabbes. Waffen.
59, okay. Gut, das kostet auch nur 18, ne? Das kann ich auf jeden Fall wegtun. Ich habe nicht doppelt geklickt. Das ist auch nichts wert. Das ist auch nichts wert. Das auch. Okay, der Doppelklick ist immer noch nicht heile. Ist auch nichts wert, ist auch nichts wert. So. Jetzt wollen wir nochmal Leichen looten. Da muss ich echt ganz schnell hier weg. Haben die noch irgendwas Gutes dabei vielleicht? Trocken doch, Trockenfisch nehme ich mit. Weil essen. Okay. Ich habe hier immer noch nichts zum Schnellreisen gefunden. Ich gehe mal zum nächsten Fragezeichen hoch. Da steht auf jeden Fall ein Boot. Im Zweifel nehme ich das und reise. Also fahre durch die Gegend, besser gesagt. Reisen ist das ja nicht. Also nicht schnell reisen, zumindest so rum. Genau, und fahre dann mal eben mit weg. Da hinten sind Ertrunkene, die würde ich gerne auseinandernehmen. Ich glaube, ich überzähle den Part heute ein bisschen. Weil bisher... Alter, dass man in diesem Wasser so langsam geht. Ja, ich weiß, also in der Realität ist man ja auch echt langsam in so einem Wasser, aber... muss das hier sein? Ihr seid... Kannst du das lassen? Möchte nebenbei mal... Nee, ich möchte Quinn behalten. Kurze Frage, wo war der Dingens, der mir versprochen wurde? Die Explosion? Ich meine, ich habe das sogar ausgerüstet. So. Lässt du das bitte, danke? Ich wollte nicht so... Also mit Schwimmen gefällt mir Witcher tatsächlich gar nicht so gut. Schwimmen und Reiten macht es auf jeden Fall nicht so mega geil. Das ist ein ganz schön großer Wolf, oder? Ich glaube ja. Okay. Wo bin ich? Eigentlich könnte ich das Ahnenfest direkt mitmachen, oder? Wenn ich eh hier in der Gegend bin. Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon. Das ist kein gewöhnlicher Nebel. Der Geruch, fast metallisch. Das Ding aus dem Sumpf. Welche Quest ist denn das? Ich möchte die gerade nicht machen. Ich möchte eigentlich das Fragezeichen. Kannst du es bitte lassen, Spiel? Da sind Sumpfgase auf jeden Fall. Monsternest. Das sind aber nur Ertrunkene, wenn ich es gerade richtig sehe. Natürlich kann er noch einen Hit landen, ey. Bleib bitte auf dem Gegner. Bewege mich in dem Kampf übrigens am liebsten, indem ich einen Gegner anvisiere und angreife. Weil sich das am schnellsten anfühlt. Ja, jetzt nicht mehr. Da hinten ist noch einer. Oh, ist sogar ein ertrunkener Toter. Schließ.
Nichts droppt, schade. Hexer, nicht ganz die Teufel, für die man sie hält. Da lag ein Tub, den ich nicht gesehen habe. Upsi. So, da wollte ich nicht drauf, da wollte ich hin. Hexer, nicht ganz die Teufel, für die man sie hält. Halbe Buch, Bruder. Unter den Magiern und der breiten Masse herrscht die allgemeine Überzeugung, dass Hexer kaum besser sind als Tiere, dass sie deformierte und blutrünstige Mutanten sind und ihr Durst nicht nur mit der Flüssigkeit der Monster stillen. Inzwischen haben die Nachforschungen und Beobachtungen von Virgil von Banat ein völlig anderes Bild von dieser Kaste ergeben. Natürlich ist es eine unbestrittene Tatsache, dass die Mutationen, der sich die Hexer unterziehen, Auswirkungen auf Temperament, Immunsystem, Stärke und Ausdauer haben. Dennoch darf man sie nicht für gedankenlose Wesen halten, die nur zum Töten geschaffen sind. Tatsächlich verfügen Hexer über eine einzigartige Kultur, ein einzigartiges Wissen, ein wirkungsvolles Ausbildungssystem und sogar über einen Ehrenkodex. Sie wissen unglaublich viel über die Wirkung, welche die verschiedensten organischen und anorganischen Substanzen durch ihre Aufnahme entfalten und verfügen über ein gewisses, wenngleich auch überschaubares Grundverständnis über Magie. Damit beziehe ich mich auf die einfachen Zauber, die sie Zeichen nennen. Auf den ersten Blick scheinen Hexer eine homogene soziale Einheit zu bilden, aber in Wahrheit gibt es große Unterschiede in ihrem Kampfstil, ihren Übungen und ihrer Weltsicht, je nachdem, welcher Schule sie angehören. Die am besten bekannten Hexerschulen auf dem Festland sind die Wolfsschule, gehören wir zu, die Bärenschule, gehört der Antagonist quasi aus Witcher 2 zu, meine ich. Die Greifenschule, die Wiebernschule und die Katzenschule. Nee, er gehörte zur Katzenschule, genau. Oder? Doch, ich glaube schon. Ja, interessant. Wir wissen ja, dass wir nicht unbedingt die Monster sind, für die man uns hält. Aber die anderen tun das halt nicht. So. Ich bin schon wieder bei 48 Kilo. Und ich würde sagen, wie weit ist denn das hier noch entfernt? Das ist hier relativ um die Ecke. Komm, wir laufen da mal hin. Gerard, so eine hohe Kante war das jetzt wirklich nicht. So. Schauen wir uns doch mal hier ein bisschen um. Hier sind ein Haufen Moder heute. Bomb. Der hat sich erstmal explodieren lassen, ey. So, F5. Ich schätze mal, hier ist was. Ja, zumindest ein bisschen Loot. Was machst du denn hier? Ich hab nichts getan. Warum bist du hier? Im übelsten Drecksloch hinterm letzten Stein, Alter. Ich hab nicht damit gerechnet, dass hier irgendwer ist. War das gerade unflüssig. Also ich habe wirklich nicht damit gerechnet, dass hier irgendwer sich rumtreibt. Ich schätze mal, ich muss hier so einen grünen Nebel finden und dann darf ich mit dem Buben reden. Vor allem mit dem Buben, Alter. Das ist einfach der Vater vom Weidler, der einfach schon älter als die Welt ist. Nicht gut. So, komm mal her, mein Freund, ja? Fuck you. Den ganzen Schmutz nehmen wir natürlich mit. Trunkenen Hirn brauchen wir ja jedes Mal für Tränke und von denen brauche ich in letzter Zeit echt viele.
Apropos, ich müsste mal wieder welche machen. Sehe ich gerade. Irgendwo habe ich scheinbar Donner genommen. Ich weiß gar nicht wo. Keine Ahnung. Okay, Quizfrage, ja. Ich bin jetzt einmal komplett rumgelaufen. Ah, da. Okay. Gut. Sollte ich vorher nochmal meditieren? Der liegt da einfach nur so rum? Weiß ja nicht, Diggi, weiß ja nicht. Ja, servus. Hat Ambros Leiche gut erhalten. Auch wenn der Weideler ihm den Kopf eingeschlagen hat. Ich sollte die Leiche verbrennen. Dann müsste der Geist verschwinden. Verlasse die Welt der Lebenden und kehre nie wieder zurück. Quest aktualisiert das Ahnenfest, sprich mit dem Weidler. Bruder, ich bin am Arsch der Heide. Gib mir doch ein scheiß Ding, wo ich hinreisen kann. Ich will jetzt hier nicht nach Niederwürr laufen. Das war Schmutz. Ich würde sagen, wir schnacken noch mit dem Weidler, wa? Ah, komm, der Part ist zwar schon überzogen, aber... Das würde ich gerne noch machen. Ich glaube tatsächlich, hier bin ich zu Fuß schneller, weil das Pferd hier dauernd bockt. Oder ich schätze mal zumindest, dass es dauernd... Was bist du, Ekelhaftes? Ist das der süße Pfad? Finde die Bohnen im Buckelsumpf. Ne, möchte ich ja überhaupt nicht. Hör mal, ihr habt das nur angedrückt, weil ich das hier gesehen habe. Und exakt danach habe ich mir gedacht, okay, wird von den Mumen sein, aber... möchte ich jetzt nicht. Ich möchte jetzt machen hier das Ahnenfest. Hör mal. Gibt's hier zufällig was? Nö, ne? Nö. Okay. Wäre cool, wenn die... Junge. Wenn die Schnellreisepunkte immer in der Wühlbahn eingezeichnet wären, wäre super. Muss ich sagen. Sind sie ja leider nicht. Müssen wir mit klarkommen. So. Oh Gott, ist das am Arsch der Heide? Nee, komm, fuck you. Oder wenn man von überall aus schnell reisen könnte, das wäre auch angenehm. Also nicht überall hin, aber hier wenigstens zu den Punkten da. Das sieht mir hier alles so nach dem Boom aus dem Buckelsumpf aus. Ignorieren. Tun, als wäre nichts gewesen. Danke, ich wollte es gerade wegstecken. Darf ich hier bitte, bitte, bitte hochloppen bin? Das ist doch shit. Ich habe vor allem auch nichts mehr zu heilen, also kein Schwalbe und so, ne? Kein Schwalbe und so. Es geht nur um Schwalbe, aber ja. Genau, ich habe kein Schwalbe mehr. Hier war irgendwas, ne? Ich weiß nicht mehr was. War hier diese eine Quest? Ich weiß es nicht mehr. Ja, Rückkehranwesen, genau, das war ich. Rückkehr. Rückkehranwesen, meine Güte. Wir reisen mal nach Schwarzzweig. Und gucken dann mal zum Weidler hoch. Der wollte uns nicht sagen, warum er seinem Vati den Kopf eingeschlagen hat, ne? Schade eigentlich. Hätte mich ja interessiert. Das täte mich ja interessieren. So, warte mal. Apropos täte mich ja interessieren. Möchte ich eigentlich auch nochmal verkaufen. Warum? Muss ich hier immer erstmal eine Stunde schlafen, bevor ich mit ihm reden kann? Also er haut halt immer darauf rum und sobald er nicht mehr darauf rumhaut, kann ich mit ihm reden. Was denn? Ist das richtig so? Ist das verbuggt? Die beiden wollte ich behalten, ne? Ja, kann ich auch nicht aufkaufen.
Das war auch alles Schmutz, ne? Schmutz, Schmutz. Der hat kein Geld mehr. Okay, Freund, pass auf. Ich bin dumm. Was denn? Nicht. Ich finde schade, dass man nicht direkt auf Reparieren gehen kann. Handwerk, reparieren. Ja. So, und jetzt gib mir Geld. Für den ganzen Dreck, den ich hier habe. Ist die schlecht? Die ist genauso gut wie meine, also weg damit. Weg, 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 weg. Weg. Okay, er hat wieder fast kein Geld. Ich habe wieder fast all mein Geld zurück. Perfekt. 106 würde er mir dafür geben. Muss ich noch ablegen übrigens. Ja, ich weiß. Wo ist eigentlich der Händler hier hin? Also hier ist ja eigentlich ein Händler. Aber irgendwie ist der immer weg. Übrigens passiert das die ganze Zeit mit der Maus. Ich habe das Gefühl, dass es an der Maus liegt. Ich benutze ja, ich weiß nicht, ist das jetzt schon ein Part her, immer noch die ich repariert habe. Oder die ich sauber gemacht habe, mehr oder weniger eigentlich nur. Gut, wir gehen jetzt mal zum Weideler. Und schauen, was der Weideler so sagt. Servus, Herr Weideler. Du siehst nicht gut aus. Weißer Wolf, weißer Wolf. Was braucht der Wolf? Ja. Das hatte ich, glaube ich, schon. Bis dann. Ich wollte die 3 drücken, weißer aber okay. Wolf, weiß. Kommen häufig Leute aus dem Dorf her? Oh, wenn sie Hilfe brauchen, kommen sie zum Weideler. Hilfe wobei? Wenn die Toten ruhelos sind, muss Frieden gemacht werden. Doch sie müssen bis zum Ahnenfest warten. Das gerade war. Oder wenn ein böser Geist... Ja, okay, das hatten wir alles schon. Dann müsstest du zur Hexe gehen. Das hatten wir alles schon. Okay. Ich habe die Leiche deines Vaters gefunden. Ich musste sie verbrennen. Eine gute Tat. Er wäre sicher zurückgekommen. Ja. Was ist passiert? Hast du deinen Vater wirklich umgebracht? Er war ein böser Mann. Einst fürchtete der Weideler ihn, doch dann fand er Mut. Was sein Vater seiner Mutter angetan hat. Der Weideler konnte es nicht mit ansehen. Also spaltete er den Kopf seines Vaters mit einer Axt. Ließ ihn im Sumpf liegen. Die Leute wussten davon. Der Geist wird wahrscheinlich nicht zurückkehren. Vielen Dank, Hexer. Hier ist eine Belohnung für deine Hilfe. Und solltest du jemals Kräuter oder Heilmittel brauchen für wenig Geld, bekommst du sie von mir. Gut. Da Gatze jetzt auch gerade komplett durchdreht, würde ich sagen, das war's für diesen Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss.